2020 wird als Corona-Jahr in die Geschichtsbücher eingehen. Ein Virus zwingt die gesamte Weltwirtschaft in die Knie. Bis zum Ausbruch der Pandemie unvorstellbar in einer globalisierten Welt, in der alles möglich schien. Nur das nicht. Weltweit ging die Wirtschaftsleistung im vergangenen Jahr um 3,5% zurück, in Deutschland um 4,9%, im Euroraum sogar um 6,8%. Lockdown, Maskenpflicht, das Leben scheint stillzustehen. Die deutschen Exporte sinken um 9,3%, die Importe um 7,1%. Eine globale Krise, die viele Branchen trifft. Und auch die erfolgsverwöhnte deutsche Außenwirtschaft. Die Bundesregierung und der Bundestag sind sich einig. Der Staat muss helfen. Und er hilft. Sei es die Deutsche Zentrale für Tourismus, die Auslandshandelskammern, unsere GTAI oder unser Auslandsmesseprogramm. Alles Instrumentarien, die wir ganz bewusst gestützt haben mit intensiven Programmen in einer Zeit, wo es alles andere als einfach für uns war. Wir wollten aber ganz bewusst ein Zeichen setzen, damit der deutsche Mittelstand weiß, die deutsche Politik, das Wirtschaftsministerium geht mit seinen Instrumenten hier voran. Sie gehen in Vorleistungen. Und sobald die Pandemie beendet ist, können wir auf die Instrumentarien, die Sie begleiten, erfolgreich begleiten, zurückgreifen. Und ich bin ganz sicher, dass die deutsche Wirtschaft, die doch sehr exportorientiert ist, mit Ihrer Hilfe dann sehr, sehr schnell wieder durchstarten wird. Läuft alles gut, wird die Wirtschaftsleistung Deutschlands voraussichtlich 2022 das Niveau vor Corona erreichen. Woanders läuft es bereits jetzt gut, sehr gut. Die Exporte Chinas beispielsweise haben 2020 um 3,6% zugelegt. Die Wirtschaft ist insgesamt leicht gewachsen. Das prognostizierte Wirtschaftswachstum für dieses Jahr? Über 8%. Das ist eine gute Nachricht. Denn läuft es in der chinesischen Wirtschaft, profitieren auch Deutschlands Unternehmen davon. Einerseits. Andererseits wird China immer mehr zu einem Konkurrenten, der übermächtig erscheint. Und geht es China schlecht, hat dies auch Auswirkungen auf die deutsche Wirtschaft. Die deutsche Wirtschaft ist gut beraten, auf der einen Seite die dynamischen großen Märkte der Welt unverändert zu bearbeiten und dort starke Positionen auszubauen. Auf der anderen Seite gilt aber, man muss den Blick weiten, genauso wie es ja auch die Politik tut mit der Indo-Pazifik-Strategie. Also sich nicht davon abhängig machen, sondern in anderen Märkten die Möglichkeiten suchen. Diversifizierung ist sicherlich eins der zentralen Schlagworte für die internationale Positionierung unserer Unternehmen. Homeschooling, Homeoffice, virtuelle Konferenzen und Messen. Corona hat der Digitalisierung einen massiven Schub gegeben, auch in Deutschland. Doch die USA und China scheinen bei diesem Zukunftsthema uneinholbar. Und bei der Bekämpfung des Klimawandels, der Herausforderung vor und sicherlich auch nach der Pandemie, hat Deutschland mindestens seine zeitweilige Vorreiterrolle eingebüßt. Ist die Industrie- und Exportnation Deutschland bald Geschichte? Drohen Stuttgart und Wolfsburg das Schicksal Detroits? Die Corona-Pandemie verändert die globalen Märkte nachhaltig. Wie kann sich die deutsche Wirtschaft auf diese neue Welt vorbereiten? Einen wunderschönen guten Morgen und recht herzlich willkommen zu den BMWi Außenwirtschaftstagen 2021. Mein Name ist Ali Aslan, ich bin Fernsehmoderator und Journalist und habe das ganz große Vergnügen, Sie durch den heutigen Vormittag führen zu dürfen. Der Einspieler hat es doch mal klar verdeutlicht, 2020 wird in die Geschichte eingehen. Die Pandemie hat unser Leben und die globale Wirtschaft stark beeinträchtigt. Auch die heutige Veranstaltung findet aufgrund der Pandemie erstmalig virtuell statt. Unter dem Motto global agieren, vorwärts denken, werden wir in den kommenden 75 Minuten über die aktuellen Herausforderungen der deutschen Außenwirtschaft diskutieren. Und das tue ich mit einem sehr hochrangigen, sehr tollen Panel. Ich freue mich sehr auf den Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier. Schönen guten Morgen, Herr Altmaier. Außerdem dabei die Bundestagsabgeordnete der Grünen, Katharina Dröge. Schönen guten Morgen, Frau Dröge. Ich freue mich außerdem auf den Präsidenten des Bundesverbandes der deutschen Industrie, Siegfried Russwurm. Schön, Sie dabei zu haben. Auch dabei ist die Aufsichtsratsvorsitzende der Klaas-Gruppe, einem der weltweit führenden Hersteller von Landtechnik, Katharina Klaas
Mühlhäuser. Und last but certainly not least freue ich mich sehr auf den Vorstandsvorsitzenden der Peppel und Fuchs, einem führenden Hersteller von industriellen Automatisierungsprodukten, Gunther Kegel. Herzlich willkommen an die Runde. Ich freue mich sehr auf eine spannende Diskussion. Lassen Sie mich bei der Gelegenheit allerdings noch einmal sagen, dass Sie, die Zuschauerinnen und Zuschauer, sich einbringen können. Ihre Fragen sind nicht nur möglich, sondern auch erwünscht. Sie sehen die Veranstaltung in einem Fenster auf der Landingpage und direkt daneben können Sie Ihre Fragen eingeben, Fragen, die ich im Laufe des Gesprächs gerne mit einbringe. Ja, Herr Bundesminister, wir haben ja bereits schon im Einspieler gesehen, die Pandemie verändert unser Leben, verändert die globalen Märkte, vielleicht sogar unwiderruflich. Ist die heutige Veranstaltung, sind diese Außenwirtschaftstage Teil der Vorbereitung auf die in Anführungsstrichen neue Welt? Ja, und zwar in einem ganz umfassenden Sinne. Es ist eine strategische Grundsatzentscheidung, so wie vielleicht vor vielen Jahren die Durchführung der APK, der Asiatisch-Pazifischen Konferenz, durch die deutsche Industrie. Und zwar eine Entscheidung, die wir treffen vor dem Hintergrund ganz konkreter Entwicklungen. Wir haben vor 2 Jahren begonnen, über Industriestrategie zu diskutieren. Damals haben die Wogen sehr hoch geschlagen und es ging hin und her. Heute haben wir in vielen Bereichen eine große Konsensbildung und wir haben eine Mittelstandsstrategie. Und gleichzeitig hat Corona noch einmal vieles verändert im Blick auf Lieferketten, aber auch im Blick darauf, dass Europa noch mit der Krise hadert und kämpft, während in China und anderswo der Aufschwung bereits wieder weitergeht. Und deshalb müssen wir der Außenwirtschaftspolitik einen höheren Stellenwert einräumen. Wir müssen Foren schaffen, wo mittelständische Unternehmer die Möglichkeit haben, auszureichen, ihre Wirksamkeit zu vielen anderen, weil das, was wir können, ist anerkannt. Das Image Deutschlands als Industrieland ist hervorragend, aber wir müssen es auch matchen. Wir müssen dafür sorgen, dass die Anbieter auch zusammenkommen mit den Nachfragern. Die Karten werden jeden Tag, jede Woche neu verteilt und wir werden sehr agil, sehr flexibel arbeiten müssen. Deshalb Germany Works, das ist ein gutes Motto, weil es auf unsere Kernkompetenz Bezug nimmt und allen, die dabei mitgeholfen haben, der GTAI und vielen anderen, dafür ein herzliches Dankeschön. Germany Works, die Karten werden jedes Mal wieder aufs Neue gemischt im Zuge der Pandemie, sagt der Bundesminister. Herr Russwurm, Sie sprechen ja für die deutsche Industrie und ich kann mir vorstellen, dass Sie in den letzten 12 Monaten sehr oft gefragt wurden, wann die deutsche Außenwirtschaft das Niveau von vor der Pandemie erreicht. Was antworten Sie? Erstmal möchte ich vorausschicken, dass die deutsche Industrie natürlich so vielschichtig ist, dass ich ein optimistisches Bild zeichne. Aber im Großen und Ganzen sind schon im letzten Sommer die Produktionszahlen haben sich wieder gefangen nach dem Schock der Pandemie im Frühjahr. Im Dezember war der Output der Industrie schon wieder in der Größenordnung von vor der Pandemie. Wir erwarten also, dass dieses Jahr 2021 ein durchaus erfolgreiches Jahr des Wiedereinstiegs wird. Allerdings wesentlich getragen, das war im Einspieler schon zu hören, von China, wo das Wirtschaftswachstum halt eine Größenordnung von 8% plus erreichen wird. Aber auch die USA sind wieder angezogen. Allein die Ankündigungen von Präsident Biden seines Recovery-Programmes haben dafür gesorgt, dass der Export nach USA wieder gut angezogen hat. Da erwarten wir ein Wachstum im Jahr in der Größenordnung von 6%. Europa und auch der deutsche Binnenmarkt hängen dem noch hinterher. Wenn alles gut geht, dann könnte dieses Jahr mit so etwa 3% BIP-Wachstum abgehen und die Industrie, insbesondere der Export in der zweiten Jahreshälfte, wieder ein Vorkrisenniveau erreicht haben. Aber da sind durchaus eine Reihe von Risiken noch mit dabei, die halt nicht eintreten dürfen und die dieses positive Bild auch ganz schnell wieder zerstören können.
Dennoch, ich höre, dass Sie optimistisch sind, was die Zukunft der deutschen Wirtschaft, insbesondere der Außenwirtschaft, betrifft. Viele Unternehmen sind natürlich von dieser Pandemie direkt und indirekt betroffen worden. Frau Klaas-Mühlhäuser, ich nehme an, das geht Ihnen ganz genauso. Wie stark ist Klaas von den Folgen der Pandemie betroffen, vor allem was Ihr Außenwirtschaftsgeschäft, was Ihr Auslandsgeschäft betrifft? Man muss sagen, der erste Lockdown war wesentlich schlimmer, weil es einen doch nervös macht, wenn einfach 80% aller Produktionsstätten für eine unbestimmte Zeit geschlossen werden. Das ist ja diesmal nicht der Fall, Gott sei Dank. Wir haben viele Dinge gut im Griff und wir sind insgesamt weniger betroffen als viele andere Industriezweige. Davon bin ich überzeugt. Die Nachfrage nach Lebensmitteln ist ungebrochen. Essen muss man immer. Das heißt, die Commodity-Preise sind stabil, Weizen und Mais insbesondere. Das hat eine stabile Nachfrage zur Folge. Das ist erstmal gut. Ich sehe allerdings kritisch, dass die Pandemie langfristig Folgen hat, die man vielleicht jetzt noch nicht ganz so im Blick hat. Und zwar wirklich die Reisebeschränkungen sind ein großes Problem. Wir möchten Mitarbeiter ins Ausland entsenden und auch allein schon interne Kommunikation. Ich rede noch gar nicht von Lieferanten, Partnern, Kunden und so weiter, die man auch mal überregional erreichen muss und auch persönlich sprechen muss. Das ist ein Problem. Das müssen wir in den Griff kriegen. Die Unterbrechung der Lieferketten ist sicherlich ein ganz großes Thema, weil immer mal wieder hier und da eine Grenze geschlossen wird. Verschiedenste Gründe, lokale Ausbrüche und so weiter. Wichtig ist, dass da alles offen bleibt und es betrifft nicht nur ein Land. Ich bin oft gefragt worden, ob da Asien ein besonderes Problem war. Nein, im ersten Lockdown war es Norditalien. Es kann morgen Ostfrankreich oder Südschweden sein, also das spielt da keine Rolle. Und was mir besonders im Kopf rumgeht, ist die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands und auch Europas. Wir sehen viele Regelungen, die lokal getroffen werden, eine große Uneinheitlichkeit. Das macht sehr viel Bürokratie im eigenen Hause. Wenn der Mitarbeiter sich jedes Mal noch mal eine halbe Stunde damit beschäftigen muss, wie er diesen oder jenen Arbeitsprozess bewältigt kriegt, ist das langwierig und kostenintensiv. Aber nicht nur die Einheitlichkeit, sondern auch die Einfachheit spielt da eine große Rolle. Das wünsche ich mir für die Zukunft. Und Wünsche sind auch ein gutes Stichwort. Sie haben ja bereits schon die ein oder andere Erwartungshaltung oder den ein oder anderen Wunsch Richtung Politik geäußert. Viele Unternehmen tun dies natürlich im Zuge dieser Pandemie. Wir haben mal ein paar Stimmen eingefangen und schauen uns diese jetzt an. Ja, für mein Unternehmen geht es wie bei vielen, steht alles im Zeichen von Corona. Und die größte Herausforderung ist, dass wir unsere Mitarbeiter nicht zu unseren Maschinen senden können, um Service zu machen. Und dass die Logistikkosten auch so hoch sind, weil natürlich durch Corona bedingt es hier viele Hürden gibt. Also wir würden uns in den Corona-Zeiten wünschen, dass wir auch Überbrückungshilfen für diese Auslandsaufträge, die wir haben, bekommen. Das heißt, wenn wir einen Auftrag für ein halbes Jahr haben, der jetzt anderthalb Jahre dauert, müssen wir den nicht nur vorfinanzieren von uns aus, also das Strecken, was natürlich ziemlich schwierig ist, sondern wir müssen darauf auch eingehen, dass unsere Auftraggeber hier, einen speziellen afrikanischen Auftraggeber, kein Geld haben. Und das dann auch versuchen oder so, ja, also in Raten abzubezahlen. Und da wäre es natürlich schön, wenn wir von der KfW oder von woanders anders eine Zwischenfinanzierung bekämen, unkompliziert. Wir wünschen uns vom BMW, dass es Startups besser fördert, Gründungen erleichtert, die Konditionen für Wagniskapital verbessert. Das ist das eine. Zum Zweiten wünschen wir uns, dass es daran arbeitet, weltweit für Chancengleichheit in der Produktion zu sorgen, damit Fairness im Wettbewerb bestehen kann. Das beginnt beim Thema Produktion, ökologische Produktion, geht bis hin zum Thema Besteuerung, dass alle gleich besteuert werden und insofern dann eben Gleichheit auch im Wettbewerb besteht. Und drittens wünschen wir uns von den Ämtern, nicht nur vom BMW, sondern auch von den anderen, eine höhere Dienstleistungsmentalität, dass man als Unternehmer in der Lage ist, von Ämtern eher Services entgegenzunehmen und die diversen Themen, denen man gerecht werden muss, so effizient und mit wenig Aufwand wie möglich dann auch gerecht werden kann. Nehmen.
Wir exportieren weltweit und die größten Herausforderungen für uns liegen in den pandemiebedingten Einschränkungen. Unsere Geräte werden auch für die Herstellung von mRNA-Impfstoffen verwendet. Und daher ist es ganz wichtig, dass wir ohne Verzögerung liefern können. Es gibt zunehmende Probleme bei der Teilebeschaffung. Platinen brauchen jetzt 6 Monate Vorlauf zum Beispiel. Die Nachfrage nach bestimmten Materialien hat wirklich angezogen. Und leider steigt das Risiko, dass nicht alle unsere Lieferanten die Krise überstehen werden. Auch Reiseeinschränkungen erschweren die Inbetriebnahme von Anlagen weltweit. Herr Altmaier, was antworten Sie den Unternehmen, die wir gerade gehört haben? Ja, zum einen, das erste war ja die Frage, wie geht es denn mit den Exportabsicherungen? Wir haben bereits im letzten Jahr im Sommer eine Regelung oder im Frühsommer eine Regelung getroffen für die Exportkreditversicherungen. Dafür haben wir viel Geld in die Hand genommen, damit die nicht zusammengebrochen sind und gekündigt worden sind. Wir haben Erleichterungen bei den Hermes-Garantien ermöglicht und wir sind natürlich daran interessiert, weiterhin zu optimieren. Auch die Außenwirtschaft ist ja in den Runden mit dabei, die wir im Bundeswirtschaftsministerium regelmäßig führen. Für uns ist ganz wichtig, dass nicht nur die Lieferketten intakt bleiben, sondern für uns ist auch wichtig, dass geliefert werden kann. Und das bedeutet, dass wir hier einen sehr engen Dialog bereit sind zu führen. Das Zweite ist, wir müssen natürlich in dieser pandemischen Situation dann auch darüber nachdenken, wie wir international zusammenarbeiten können. Bei der Stabilisierung von Lieferketten ist uns das gelungen. Bei der Frage der Reisebeschränkungen, insbesondere für Manager, aber auch für Techniker, für Vertreter von Unternehmen, gibt es nach wie vor große Probleme. China ist ein Land, was ziemlich nah an Zero-Covid rangekommen ist. Und die sagen natürlich, es gibt Reiseeinschränkungen, solange ihr eure Inzidenzen nicht im Griff habt. Herr Rusvorn war dabei, als wir im Februar im Vorfeld der MPK zum 3. März gemeinsam ein Konzept der Industrie und des Bundeswirtschaftsministers erarbeitet haben, das wir auch weitgehend durchgesetzt haben. Das war der Punkt, lasst uns dort öffnen, wo es vertretbar ist. Und das wird ja auch durch das neue Pandemiegesetz nicht konterkariert, im Gegenteil. Es wird nur der zweite Teil nochmal unterstrichen. Und so, je schneller wir es schaffen, von den Inzidenzen runterzukommen, so wie das Portugal jetzt geschafft hat, wie es Großbritannien geschafft hat, je schneller wir impfen können, desto eher werden andere Länder bereit sein, uns wieder zu vertrauen. Auch wir haben ja Beförderungsverbote etwa verhängt für Virusvariantengebiete. Wir haben Einschränkungen verhängt für Menschen, die aus Gegenden mit hohen Inzidenzen kommen. Und deshalb wird man nicht einfach zu China sagen können, öffnet eure Grenzen für unsere Geschäftsleute, sondern man wird sich zum einen um konkrete Lösungen bemühen müssen, wenn jemand getestet, wenn er geimpft und so weiter ist. Das muss im Rahmen der internationalen Arbeit der Luftverkehrsunternehmen geschehen. Und das Zweite ist, wir müssen insgesamt die Hausaufgaben hier bei uns im Land machen. Hausaufgaben hier bei uns im Land machen. Frau Dröge, ich hoffe, die Verbindung ist jetzt ein wenig stabiler. Deswegen noch einmal die Frage an Sie. Sie haben ja den Unternehmern auch gelauscht im Einspieler. Was antworten Sie denen? Können Sie mir erstmal ein Signal geben, ob ich zu hören bin? Ach, wie schön. Sehr gut. Dann ohne Headset geht es anscheinend besser. Ja, also ich freue mich auf die Diskussion. Vielen Dank für die Einladung zunächst einmal. Und ich finde, die Einspieler haben das ja sehr klar gemacht. Das, was jetzt wirklich im Zentrum steht, ist immer noch an allererster Stelle die Pandemiebekämpfung, sowohl im Land, das ist auch für unsere Geschäftspartner außerhalb von Deutschland und Europa extrem relevant, kriegen wir hier eine Verlässlichkeit hin in der Pandemiebekämpfung. Und dass zum Beispiel die Bundesregierung beim Impfen so langsam ist, ist natürlich eine Belastung für die deutsche Wirtschaft. Nicht nur für die deutsche Wirtschaft, auch für die Menschen in diesem Land, aber eben auch für die deutsche Wirtschaft, dass es keine verlässlichen Stufenpläne gibt, wo Unternehmen wissen, was kommt, sondern immer nur ad hoc Ministerpräsidentenkonferenzen, ist aus meiner Sicht eine zweite Belastung.
Und das Dritte ist, die Pandemie ist erst vorbei, wenn sie global vorbei ist. Und solange das Virus in weiten Teilen der Welt, wo die Menschen nicht geimpft sind, fortschreiten kann, gibt es die Gefahr von Mutationen, die gegebenenfalls auch die Impferfolge bei uns in Europa wieder zunichte machen können. Deswegen müsste aus meiner Sicht Europa gemeinsam mit anderen großen Ländern auf der Welt alles dafür tun, die Impfstoffproduktion so anzureizen, dass wir schnell weltweit auch zu Impferfolgen kommen. Das sind aus meiner Sicht die vordringlichsten Aufgaben, die auch ein Bundeswirtschaftsminister aktuell hat. Und das Zweite ist natürlich, dass die Pandemie wie keine andere Zeit gezeigt hat, wie wichtig internationale Lieferketten sind und wie schwierig es ist, wenn sie gestört werden. Frau Klaas-Mühlhäuser hat ja das Beispiel Norditalien angeführt, was uns gezeigt hat, wie vulnerabel auch die Beziehungen innerhalb der EU und wie abhängig voneinander sind. Deswegen ist aus meiner Sicht eine große Lehre, die wir nochmal aus der Krise ziehen können. Grenzschließungen können und dürfen, wenn überhaupt, nur das letzte Mittel sein. Bestenfalls sind sie gar kein Mittel in dieser Pandemie. Wir brauchen eine stärkere europäische Zusammenarbeit bei der Krisenbekämpfung, damit wir da auch einheitliche Regeln hinkriegen. Und wir brauchen ein Stück weit für die Zukunft auch nochmal Risikoanalysen für Lieferketten, um gegebenenfalls auch zu erkennen, wo Störungen in bestimmten Regionen der Welt dann gesamte Lieferketten gefährden können, um da auch nochmal ein besseres Bild für die Lage zu bekommen. Und das Dritte, das hat der Einspieler ja auch klar gemacht, die USA und auch China sind mit starken Investitionsprogrammen jetzt vorangegangen, um die eigene Wirtschaft in Schwung zu bringen. Und so etwas würde ich mir auch für Deutschland wünschen. Wir Grünen schlagen vor, ein 500 Milliarden Investitionsprogramm für 10 Jahre. Es geht ein Stück weit in die Richtung wie das, was Joe Biden in den USA jetzt vorlegt. Und so einen Impuls für die Wirtschaft, langfristig verlässlich planbar, würde ich mir auch von einem Bundeswirtschaftsminister in Deutschland wünschen. Ich bin mir sicher, Herr Kegel hat Ihnen und Herrn Bundeswirtschaftsminister sehr aufmerksam gelauscht, denn Peppel und Fuchs ist einer der führenden Hersteller von industriellen Automatisierungsprodukten, hat über 6.000 Beschäftigte und Herr Kegel, Ihr Unternehmen ist weltweit aktiv. Wie stark sind Sie denn von der Pandemie betroffen? Ja, die gesamte Industrie, Elektronik, die ist in der Pandemie um etwa 6-7% zurückgelaufen. Das heißt, wenn man die Währung noch dazu nimmt, sind es sogar fast 10%, wo wir auch nochmal über die Währungsparitäten 2% eingebüßt haben. Das ist natürlich für eine wachstums- und erfolgsverwöhnte Industrie viel, gemessen an den Umsatz- und Geschäftseinbrüchen und Einbüßen, die wir beispielsweise im Bereich Kunst, Kultur, Gastronomie, Tourismus, Luftverkehr und uns sehen, ist das natürlich, man kann sagen, sind wir noch glimpflich davon gekommen, ob wir das im Jahr 2021 jetzt alles wieder aufholen werden und schon wieder auf das Vorkrisenniveau oder sogar darüber springen können, ist im Moment noch unsicher. Wir prognostizieren in der Größenordnung 6-7% Wachstum, sowohl im Unternehmen als auch für die Elektrotechnik im Verband sehen wir das so. Im Moment liegen die Auftragseingänge aber erfreulicherweise deutlich darüber, sodass, wenn wir dieses Auftragseingangsniveau halten, wir sicherlich über das Niveau von 2019 vielleicht ein paar Prozentpunkte sogar springen können. Das heißt also, an die Wachstumsgeschichte durchaus anknüpfen können. Dabei hat sich für uns in der Pandemie vor allem eins gezeigt, unsere häufig strapazierten internationalen Lieferketten waren viel resilienter, als wir alle geglaubt haben. Es hat sich herausgestellt, dass wir das gesamte Jahr über 95% Lieferbereitschaft hatten. Unser Problem war der plötzlich in sich zusammensackende Absatzmarkt. Da haben wir zu kämpfen gehabt, dass eben einfach unsere Kunden nicht mehr bestellt haben, weil sie eben einfach selber keine Absatzchance gesehen haben. Das war für uns der ganz, ganz ausschlagende Punkt. Ein mangelnder Absatz, der natürlich die hohen Fixkosten in der Produktion nicht so auslastet, wie wir es gewohnt sind. Und dann haben sie Unterauslastungskosten, und die gehen natürlich sofort in der drücken das Unternehmensergebnis. Das waren die unerfreulichen Momente. Wir haben gekämpft für unsere internationalen Lieferketten, aber die haben sich im Endeffekt auch die asiatischen, vielleicht sogar gerade die asiatischen Lieferketten als äußerst robust herausgestellt. Wir hatten dann kurioserweise ausgerechnet der Luftfracht die größten Probleme, weil, das wusste ich auch nicht, 60% der Luftfracht mit Passagierflugzeugen transportiert werden. Und weil keine Menschen sich mehr bewegen durften, hatte die Luftfracht hier kurzzeitig ein Umstellungsproblem, bis Flugzeuge eben einfach viel stärker für Luftfracht eingesetzt. Das haben wir hinter uns. Die Preise sind höher, haben dieses höhere Preisniveau auch noch nicht verlassen. Aber es ist auch nicht so, dass wir nun existenziell dadurch bedroht werden. Also man kann sagen,
Die Frage des Absatzmarktes war für uns in der Industrie viel entscheidender und auch für uns im Unternehmen viel entscheidender als die Frage der Resilienz der Lieferketten. Das dreht sich im Moment genau um. Die Absatzmärkte funktionieren wieder sehr gut und zwar nicht nur China, sondern auch USA und auch große Teile Europas. Und wir bekommen jetzt Probleme in den Lieferketten, weil unsere Zulieferer nicht mehr die Mengen abbilden können, die wir brauchen. Gerade im Bereich Halbleiter, was vorhin auch schon gesagt worden, selbst die Leiterplatten haben mittlerweile enorme erhöhte Lieferzeiten. Da reden wir nicht mehr von Wochen, sondern wirklich von Monaten. Und das macht es natürlich, wenn man im Just-in-Time-System mit seinen Kunden eingebunden ist, ausgesprochen schwer zu planen. Also das haben wir heute jetzt, das, was man Happy Trouble nennt, also sehr günstige Situation auf den Absatzmärkten, die Zuliefermärkten haben das nicht stoßfrei umsetzen können, von der Krise wieder umschalten zu können. Ich sag mal, das ist aber in der Regel eine Sache von 6 bis 9 Monaten, dann sind die Kapazitäten auf einem Niveau, mit dem wir dann wieder arbeiten können. Also das sind doch schon mal frohe Kunde, aber ich höre heraus, keiner ist von der Pandemie verschont geblieben. Und ein Thema, das natürlich, wo Deutschland große Mängel aufgewiesen hat, nicht zuletzt aufgrund vielleicht der Internetverbindung von Frau Dröge, ist das Thema Digitalisierung, die Pandemie führt. Und ich glaube, da sind wir uns alle einig zu einem weiteren dauerhaften Digitalisierungsschub. So auch die These der GTAI, der deutschen Wirtschaft, droht daraus entstehende Marktchancen zu verpassen und bestehende Innovationsvorsprünge zu verlieren. Ich glaube, die These der GTAI, der These würde keiner widersprechen, Herr Bundesminister. Der allgemeine Eindruck innerhalb der Pandemie ist, dass Deutschland bei dem Thema Digitalisierung bestenfalls sich im Mittelmaß befindet. Was muss geschehen? Wie kann Deutschland hier schnellstmöglich aufholen? Wir müssen vor allen Dingen die einzelnen Herausforderungen klar definieren. Das eine, dass wir in der Pandemie es geschafft haben, Videokonferenzen in unvorstellbarer Dichte über das ganze Land und weltweit zu organisieren, ohne größere Probleme, außer dass manchmal jemand vergisst, sich zu unmuten. Das ist toll, aber es gibt viele Dinge, die eben nicht so gut funktionieren. Dazu gehört die ganze Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung. Da hat mein Beirat ein sehr schonungsloses Gutachten gemacht. Ich hatte als Kanzleramtsminister darum gekämpft, dass wir in der neuen Bundesregierung ab 2018 diese Schlüsselkompetenzen zusammenführen unter ein Dach. Das war in der Koalition nicht durchsetzbar. Deshalb sind sie über 4 oder 5 Ministerien verstreut. Aber ich glaube, dass jeder sehen kann, da müssen wir besser werden. Das Dritte betrifft die Industrie. Wir sind im Bereich Industrie 4.0 in vielen Bereichen führend nach wie vor. Wir haben großartige Fähigkeiten, wenn es um Robotik geht, wenn es um die Integration auch von künstlicher Intelligenz in industrielle Anwendungen geht. Aber es gibt andere, die arbeiten daran, uns den Rang abzulaufen. Und deshalb müssen wir hier unglaublich stark investieren. Und es gibt so Schnittstellen. Das ist dann nicht mehr nur Produktion, sondern das ist die Schnittstelle auch zum Anwender, zum Kunden. Beispielsweise intelligente Gebäude, beispielsweise autonomes Fahren, beispielsweise die Entwicklung der internationalen Plattformökonomie. Das sind Dinge, die kann der Staat nicht regulieren und die kann er, also er kann natürlich Wettbewerbs- und Kartellrecht ändern, aber er kann nicht selbst Unternehmer werden. Er sollte davon die Finger davon lassen. Aber es ist wichtig, dass wir die Unternehmen dabei unterstützen, genau hier den Rückstand aufzuholen. Wir waren traditionell bei den Plattformen und bei anderen digitalen Innovationen nicht führend. Hängt vielleicht auch damit zusammen, dass wir die Unterhaltungselektronik schon in den 70er Jahren an asiatische Unternehmen sozusagen abgegeben haben. Aber jetzt werden diese Bereiche so unglaublich wichtig. Und deshalb machen wir auch ein neues Förderprogramm für Halbleiterproduktion in Deutschland, damit wir hier den Anschluss nicht verlieren. Und einen Satz, wenn ich darf, noch zu dem, was Frau Dröge richtigerweise gesagt hat. Wir müssen auch das Thema Green Economy und Green Deal stärker in den Blick nehmen. Wir haben uns auf Klimaneutralität spätestens 2050 verpflichtet. Das heißt, es wird dann keinen Stahl mehr geben, der mit Kokskohle produziert ist.
Es wird dann keinen Verkehr und keinen Transport mehr geben, der mit fossilen Brennstoffen funktioniert. Und beim Stahl haben wir ein Handlungskonzept erstellt, wo wir weiter sind als alle anderen europäischen Länder, indem wir gesagt haben, wir sind bereit, jetzt schon mit der Wasserstoffstrategie die Umstellung der Stahlproduktion auf Wasserstoff und grünen Wasserstoff insbesondere zu fördern und zu unterstützen. Alle großen 5 Stahlhersteller haben Förderanträge vorbereitet und haben Projektskizzen eingereicht. Da gibt es 2 Probleme. Das eine ist, wie kriegen wir die Investitionen gestemmt? Da wird der Staat helfen. Das zweite ist aber dann, wie schaffen wir ein Level Playing Field? Denn grüner Stahl und schmutziger Stahl sind am Ende Stahl mit genau den identischen Eigenschaften. Und der grüne Stahl, wo wir die Umwelt- und Klimakosten nicht mehr länger externalisieren zulasten des Klimas, sondern internalisieren, ist halt eben zumindest die ersten Jahre und Jahrzehnte zwischen 30% und 40% teurer als der schmutzige Stahl. Das ist die Diskussion über Grenzausgleichsmechanismen, die wir in anderen Bereichen nicht so gerne wollen, weil sie sehr nach Protektionismus sich anfühlen. Aber wenn wir einfach nur sagen, wir machen den grünen Stahl und andere das nicht machen, dann wird im Ende der Stahl halt eben stärker in Ländern wie Brasilien, Russland oder auch in der Türkei produziert, mit dem Ergebnis, dass dann mehr CO2 emittiert wird als jetzt. Und das wäre, glaube ich, das völlig Falsche. Deshalb brauchen wir auf diese Frage eine Antwort. Ich bin sehr froh, dass die USA mit Joe Biden, mit John Kerry zurückkehren zu ihrer bisherigen Klimapolitik. Und vielleicht ergibt sich ja die Möglichkeit, mit Japan, mit Korea, Kanada, mit den USA, mit Europa eine starke Klima- und Industriepartnerschaft für die Zukunft zu begründen. Zum Thema Klima kommen wir im Laufe dieses Gesprächs auch noch einmal zu sprechen, möchte aber bei dieser Gelegenheit die ein oder andere Zuschauerfrage mit einbringen. Wir haben ja das Thema Digitalisierung und ganz spezifisch den Mangel an Digitalisierung in Deutschland erwähnt. Eine Zuschauerfrage lautet, wie kann die Digitalisierung insgesamt vorangetrieben werden? Sie ist Voraussetzung für die Elektromobilität, für den Industriestandort Deutschland. Herr Russwurm, was antworten Sie? Ja, da sind viele gemeinsame Anstrengungen notwendig. Da macht die Industrie viel und zugegebenermaßen war die Pandemie da auch ein Booster, dass wir manche Dinge schneller auf die Straße gebracht haben, als das vielleicht ohne die Pandemie passiert ist. Themen wie eine virtuelle Inbetriebnahme, ein Hantieren am digitalen Zwilling, weil man nicht reisen kann, weil die Experten nicht mehr vor Ort zu der Maschine können. Da ist viel im vergangenen Jahr passiert. Aber es braucht natürlich auch Rahmenbedingungen dazu. Deswegen sitzen wir da mit der Politik in einem Boot. Und diese Rahmenbedingungen, das sind zum einen Dinge, die der Wirtschaftsminister schon angesprochen hat. Viele Projekte, die auch auf EU-Ebene stark gefördert werden. Ich glaube, die müssen wir noch enger mit der Industrie verzahnen. Aber auch die regulativen Rahmenbedingungen, da ist schon noch Luft nach oben. Ich glaube, wir sehen immer noch Dinge wie Artificial Intelligence, wie lernende Systeme, zu sehr risikoorientiert und sollten uns stärker auf die Chancen konzentrieren. Und dann, wenn wir die Chancen klar haben, dann die Risiken mitgehen. Da gehören so Sachen dazu, auch wie ist unser Verständnis in der Abwägung Datenschutz gegen Datenchance, wie ich das nenne. Wir haben eine Umfrage gemacht zwischen Unternehmen, wie das denn mit der Digitalisierung aussieht und wo die größten Hemmnisse sind. Interessanterweise war auf Platz Ziffer 1 das Thema IT-Sicherheit, nicht sehr verwunderlich. Aber Platz Ziffer 2 der Hemmnisse war schon der ganz konkrete Umgang mit den Anforderungen des Datenschutzes, wo sich viele Unternehmerinnen und Unternehmer wünschen, dass auch die politischen Rahmenbedingungen klarer sind. Also wann bin ich denn sicher mit meinem Vorgehen zum Beispiel zur Datenanonymisierung. Das Thema Digitalisierung und Nachhaltigkeit, wie wir das zusammenkriegen, war schon angesprochen. Und das Thema E-Government, also Digitalisierung unserer Verwaltung, das hilft ja doppelt. Einmal macht es Verwaltung damit schneller und effizienter. Auch das haben wir gerade in der Digitalisierung zum Guten, in der Pandemie zum Guten und zum Bösen gesehen. Aber zum anderen ist natürlich auch der Staat und die staatliche Verwaltung ein ganz wichtiger Leitkunde.
um Dinge losbrechen zu lassen. Also Geld allein schießt keine Tore. So sehr wir uns bedanken als Industrie für die finanzielle Unterstützung, es gibt auch inhaltliche Rahmenbedingungen, wo wir schon noch Ideen haben, wie wir besser werden können in Deutschland und in Europa. Ja, fragen wir doch ganz konkret die Unternehmerin in der Runde, Frau Klaas-Mühlhäuser. Welchen konkreten Einfluss hat der weltweite Trend zur Digitalisierung auf Ihr Geschäft, die Landwirtschaftsmaschinen? Ja, das ist natürlich eine ganz, ganz wichtige Sache, über die ganz viel diskutiert wurde in der Vergangenheit. Ich erinnere mich an diese Milchkannendiskussion, wo wir als erste Branche in der Landtechnik uns gewehrt haben und gesagt haben, natürlich brauchen wir gerade an der Milchkanne eine entsprechenden Masten, weil wenn man sich die Anwendungen anschaut, die da in der Landwirtschaft jetzt Einzug halten, dann benötigen wir diese Bandbreite, sonst ist das nicht möglich. Grundsätzlich kann die Digitalisierung in der Landwirtschaft sehr, sehr viele Prozesse sehr verbessern. Wir haben ja schon vor über 25 Jahren angefangen mit Automatisierungsschritten, mit GPS-Lenkung, mit Teilautonomie, haben wir rumexperimentiert. Also es reicht schon lang zurück. Also ich glaube, verpasst haben wir da nichts. Insbesondere in Deutschland ist hier ein Schwerpunkt für unsere Industrie. Und jetzt wird das natürlich immer komplexer, weil wir immer mehr in Prozesskettenoptimierung gehen, in Anwendungen, die, ich sag mal, cloudbasiert sind, wo ich einfach eine Bandbreite brauche. Wenn ich ein Bild sende von einer Maschine, die da draußen rumfährt, die ein, was weiß ich, Unkraut erkennt, um dann zu sagen, da muss ich sprühen, aber das andere ist die Nutzpflanze, dann brauche ich dafür eine gewisse Bandbreite. Das hat eins, das ist eben ganz wichtig, eine Infrastruktur, die es dazu braucht. Und ich glaube, dass wir auf einem guten Weg sind. Man muss natürlich sehen, komplex ist teuer. Ne? Also es ist eine komplexe Technologie, die wird investiert. Ich sage mal, der Landwirt ist kein Hilfsempfänger, der ist Unternehmer. Und deswegen muss es sich auch lohnen. Und deswegen ist für mich eigentlich eher so der Schluss dann, in der Landwirtschaft muss auch dann Geld verdient werden, um, ich sage mal, sich diese Sachen auch leisten zu können und dann einzusetzen und das Ganze auch mit dem guten Nutzen der Ressourcenschonung. Und Ressourcenschonung ist ja ökonomisch und ökologisch und das macht dann das Bild auch wieder rund. Also für uns ganz wichtig, wir sind auf einem guten Weg und ich glaube, wenn wir die Infrastruktur haben, dann wird auch ein Schuh draus. Also die Klaas-Gruppe ist auf einem guten Weg, aber nichtsdestotrotz, Frau Dröge, die Studie, die von Herrn Russwurm benannte und besagte Studie, zeigt ja auch, dass es in Deutschland immer mehr Menschen gibt oder Menschen gibt, die zunehmend Digitalisierung auch kritisch sehen. Nicht nur als Chance, sondern auch kritisch, mehr Gefahr denn als Chance. Wie nehmen wir diese Leute mit? Wie überzeugen wir diese Leute, diesen Trend mitzugehen? Also ich würde auf der einen Seite erstmal ganz klar auch als Politik sagen, dass die Digitalisierung eine Riesenchance für unser Land ist. Und das müssen wir auch als Politikerinnen den Menschen, glaube ich, sehr ernsthaft erklären. Peter Altmaier hat eben gesagt, alleine, dass wir jetzt in dieser Pandemie nochmal alle miteinander gelernt haben, wie viel einfacher das Leben auch ist, wenn man stärker digital zusammenarbeitet und wie viel einfacher es auch für die Schulen wäre, wenn man jetzt eine vernünftige digitale Infrastruktur hätte, sind, finde ich, sehr gute Beispiele. Wo ich dem Wirtschaftsminister allerdings widersprechen möchte, ist, das hat nicht überall funktioniert. Es gibt viel zu viele Regionen in diesem Land, wo die Menschen überhaupt nicht die verfügbare Bandbreite haben, um an einer Videokonferenz teilzunehmen. Und das ist eine Aufgabe auch der Politik, die verschlafen wurde, über viele Jahre überall schnelles Internet in diesem Land auch sicherzustellen. Und auf der anderen Seite nehmen wir natürlich wahr, dass insbesondere angesichts der großen Marktmacht, die Konzerne wie Google, Amazon und Facebook haben, Menschen auch mit Sorgen auf die Digitalisierung blicken, dass sie sich fragen, wie werde ich durchleuchtet, was passiert mit meinen Daten, aber auch kleine Geschäftstreibende. Heute gab es noch mal eine Studie, wo 80% der Händlerinnen und Händler, die auf der Plattform Amazon unterwegs sind, sich beschwert haben über die Art und Weise, wie Amazon mit ihnen umgeht. Da genau hinzuschauen, da auch das Kartellamt zu stärken, dort Regeln zu setzen, um die Marktmächtigen dann auch dazu zu bringen, sich an Spielregeln und an Fairness zu halten. Das ist die Aufgabe, die wir als Politik übernehmen können, damit die Menschen dann auch sagen, die Digitalisierung ist auch für mich persönlich wirklich eine Chance. Eine große Aufgabe, eine wichtige, zukunftsweisende Aufgabe für die Politik, zweifelsohne. Viele Erwartungen, die an die Politik diese Tage gerichtet werden. Und natürlich auch damit verbunden die Frage, was muss Politik leisten, um die deutsche Außenwirtschaft wieder auf die Beine zu bringen? Das ist eine Frage, die viele Unternehmer umtreibt, unter anderem auch den neuen DIHK-Präsidenten Peter Adrian.
Selten war die deutsche Außenwirtschaft so gefordert wie heute. Von den Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den Welthandel sind unsere global vernetzten Unternehmen ganz unmittelbar betroffen. Wenn wichtige Zulieferprodukte aus dem Ausland fehlen, stehen die Produktionsbänder hierzulande still. Wenn Geschäftsreisen nicht möglich sind, kommen wichtige Geschäftsabschlüsse nicht zustande. Wenn die weltweite Nachfrage nach Produkten made in Germany eingeschränkt ist, sind auch hierzulande Arbeitsplätze gefährdet. Deutschland gehört zu den offensten Volkswirtschaften der Welt. Dass wir bei den zum Teil dramatischen Verwerfungen und den besonders betroffenen Branchen wie Handel, Gastronomie oder Tourismus 2020 lediglich mit einem Wirtschaftseinbruch von nur 5% abgeschlossen haben, liegt sicherlich an der Reaktion der Bundesregierung und den auf den Weg gebrachten Corona-Hilfsmaßnahmen. Es liegt aber auch an unserer Exportwirtschaft und der zum Teil schnellen Erholung auf unseren Zielmärkten, also an unserer Offenheit. Auch in der Krise hat sich das in enger Kooperation mit dem BMWI aufgebaute Netz der Auslandshandelskammern bewährt. An 140 Standorten in 90 Ländern werden die Unternehmen bei der Bewältigung ihrer Probleme unterstützt, ob bei der Suche nach alternativen Lieferanten oder der Erschließung neuer Märkte. Lieferketten umzustellen, neue Geschäftsfelder entwickeln und digitale Lösungen umsetzen, das sind die Themen, auf die sich der exportorientierte Mittelstand und unsere Großunternehmen auf den Weltmärkten einstellen müssen. Dabei ist die deutsche Wirtschaft wie kaum eine andere auf offene Grenzen und einen freien Marktzugang angewiesen. Mit einer gewissen Sorge sehen die Unternehmen nicht erst seit der Corona-Krise, dass sich die Marktzugänge und die Wettbewerbsbedingungen vielerorts erschwert haben. Begegnen können wir diesen Herausforderungen meines Erachtens nicht mit Abschottung oder einem Auge um Auge, Zahn um Zahn. Vielmehr brauchen wir einen offenen und auf Partnerschaft fußenden Ansatz. Wirtschaftsminister, lassen Sie mich die Worte vom neuen DIKK-Präsidenten Peter Adrian gleich an Sie weiterleiten. Was antworten Sie, Herrn Adrian? Erst einmal bin ich der Auffassung, dass er in allem, was er gesagt hat, die richtigen Töne getroffen hat. Und das ist ja auch gerade der Sinn dieser Außenwirtschaftstage, dass wir diesen neuen Angang ermöglichen. Und dass wir sehr viel zielgenauer werden. Wir haben, wenn man Herrn Russwurm zuhört, der hat natürlich neben den Hidden Champions auch sehr viele große Unternehmen, die bei ihm Mitglied sind. Und die haben eine andere Voraussetzung als die Unternehmen, die bei Herrn Adrian im DIHK versammelt und vereinigt sind. Und auch die sind für unsere Volkswirtschaft ganz wichtig, weil ganz, ganz viele Millionen Menschen dort beschäftigt sind. So, und ich würde mir eigentlich wünschen, dass wir im Hinblick auf die Digitalisierung und die Unternehmen gemeinsam auch zu einer klaren To-Do-Liste kommen. Wir haben ja unglaublich viel in den letzten Jahren auch getan. Wir haben das SIM-Programm. Wir haben jetzt bei den Überbrückungshilfen Möglichkeiten in Digitalisierung für Einzelhändler zu investieren. Wir haben Kompetenzzentren Mittelstand, wo den Leuten Beratung zuteil wird, gemeinsam mit den Handwerkskammern zum Beispiel und Industrie- und Handelskammern. Wir haben Förderprogramme für junge Unternehmen, das ist vorhin angesprochen worden, 2 Milliarden Euro, um den jungen Unternehmen zu helfen, dass sie durch diese Corona-Pandemie nicht in Kapitalnot kommen. 10 Milliarden Euro für den Zukunftsfonds, der dazu beitragen soll, dass auch in Deutschland Tickets für Risikokapital in der Größenordnung von mehr als 50 Millionen Euro verfügbar werden. Kein anderes europäisches Land gibt so viel Geld in diesen Bereich, wie das in Deutschland im Augenblick geschieht. Das war nicht einfach, dieses Ruder herumzureißen. Und wir haben noch kein großes Aufhebens darum gemacht. Aber es muss so sein, dass ein Unternehmen, was ein Unicorn wird, das heißt, was 1 Milliarde und mehr wert ist, was ganz viel investieren muss in der zweiten, in der dritten Phase seines Wachstums, nicht länger darauf angewiesen ist, dieses Geld in den USA einzusammeln. Es muss möglich sein, auch in Deutschland solche Finanzierungsrunden zu tätigen.
Interessanterweise sind wir auf der gesamten Welt, nicht nur in Deutschland, seit mehr als einem Jahr fast monothematisch unterwegs. Und da rücken natürlich wichtige, viele Themen in den Hintergrund. Und eins dieser Themen wurde bereits schon im Vorfeld vom Minister angesprochen, ist natürlich das Klima, ist der Klimaschutz. Und da möchte ich Ihnen in diesem Zusammenhang eine weitere These der GTAI vorlesen. Der Klimawandel wird zahlreiche Branchen verändern. Aus der Vorreiterrolle, die Deutschland dabei übernimmt, erwachsen weltweite Geschäftschancen. Die hohen Ansprüche, Werte und Regeln, denen sich Deutschland und seine Unternehmen dabei verschreiben, stellen jedoch gleichzeitig eine besondere Herausforderung im internationalen Wettbewerb da, soweit die These der GTAI. Und Frau Dröge, bezüglich des Wettbewerbs, Sie sind ja grüne Bundestagsabgeordnete und Wirtschaftsexpertin. Die Frage ist natürlich, wie sollen deutsche Unternehmen im internationalen Wettbewerb erfolgreich sein, wenn sie Vorreiter im Umweltschutz sind und zeitgleich mit Unternehmen konkurrieren, denen dieser egal ist und die daher auch günstiger produzieren können? Scheint ein unfairer Wettbewerb. Also zunächst einmal freue ich mich sehr, dass immer größere Teile der deutschen Industrie so klar sagen, dass Klimaschutz eine Innovationschance und auch eine klare Zukunftsperspektive für die deutsche Industrie sind, dass Stahl, Chemie, aber auch andere Branchen sagen, wir können damit Marktführer werden bei Technologien, die weltweit gebraucht werden, weil irgendwann werden sich alle Märkte auf die Herausforderungen der Klimakrise anpassen müssen. Und wenn wir die Ersten sind, die diese Technologien etablieren, haben wir damit einen großen Vorteil auch für den Standort Deutschland und damit auch für das Thema Beschäftigungssicherung hier. Auf der anderen Seite müssen wir selbstverständlich sehr ernst nehmen, und das ist die Aufgabe, die wir als Politik haben, eine Antwort darauf zu geben, wenn in verschiedenen Regionen der Welt mit ungleichen Standards und damit auch mit vielleicht unfairen Wettbewerbsvorteilen gespielt wird. Diese Antworten müssen wir geben. Und aus meiner Sicht haben wir momentan ein historisch gutes Zeitfenster, weil wir in den USA einen Präsidenten haben, der in eine ähnliche Richtung denkt, wie hier in Europa gedacht wird. Und wenn die USA und die EU sich gemeinsam dieser Herausforderung stellen würden, zu sagen, wir geben eine Antwort auf Wettbewerbsgleichheit, auch mit Blick auf Klimaschutz und zum Beispiel so einen Mechanismus wie einen Grenzausgleich zu etablieren, der dann wie ein Preisaufschlag funktioniert für Produkte aus anderen Regionen der Welt, die diese Klimaschutzanforderungen nicht erfüllen, wie wir sie in den USA und in der EU etablieren, dann wären diese Wirtschaftsräume zusammen aus meiner Sicht einflussreich, dass sie ein erhebliches Signal in den Rest der Welt senden würden und damit gegebenenfalls auch zu positiven Entwicklungen in anderen Regionen der Welt führen würden. Und auf der anderen Seite müssen wir natürlich als Politik auch Förderinstrumente entwickeln, die den Unternehmen helfen, solange zum Beispiel Stahl mit Wasserstoff teurer ist als konventioneller Stahl, dann auch eine Bezuschussung zu garantieren, um diese Produktion wettbewerbsfähig zu machen. Wir haben da einen Vorschlag entwickelt als grüne Bundestagsfraktion mit Klimaverträgen, die den Unternehmen über einen langen Zeitraum Planungssicherheit geben und sagen, solange der CO2-Preis nicht so hoch ist, dass klimaneutraler Stahl wettbewerbsfähig ist, gibt es eine Bezuschussung ab dem Moment, wo er wettbewerbsfähig ist, nicht. Und dann müssen die Zuschüsse gegebenenfalls, wenn sich das dann rentiert, auch zurückgezahlt werden. Damit haben wir Planungssicherheit und würden auf der anderen Seite die Wettbewerbsinstrumente auch schaffen, damit das nicht nur auf dem europäischen Binnenmarkt funktioniert. Aber ich höre deutlich heraus, für Sie besteht zwischen Ökologie und Ökonomie kein Widerspruch. Frau Klaas-Mühlhäuser, wie sieht es in der Landwirtschaft aus? Die Landwirtschaft steht in der öffentlichen Wahrnehmung zumindest nicht gerade für Klima- und Umweltschutz. Welche Rolle kann oder muss vielleicht sogar in diesem Zusammenhang die Ausstattung der landwirtschaftlichen Betriebe, also auch die von Ihnen hergestellten Traktoren, spielen? Ja, ich finde es traurig und ungerechtfertigt, dass die Landwirte immer wieder, dass den Landwirten ein solches Misstrauen entgegengebracht wird. Denn genauso wie die Öffentlichkeit haben Landwirte ein Interesse daran, dass Boden, Luft und Lebensraum für Generationen erhalten bleiben, weil das ist ihre Lebensgrundlage. Ich sehe da also keine Diskrepanz in den Zielen und finde das immer, wie gesagt, sehr traurig. Ich denke, der Grund liegt vielfach darin, dass Nachhaltigkeit in der Öffentlichkeit als rein ökologisch betrachtet wird. Das ist aber verkehrt. Das ist wirklich falsch, weil es muss immer ein Dreiklang sein aus sozial, ökonomisch und ökologisch. Sonst geht es nicht, weil wenn ich es auf die Dauer nicht bezahlen kann, dann wird es auch nicht nachhaltig sein. Dann ist es einmal ökologisch, aber dann ist es vorbei, ne?
Diese Komponenten müssen also zwingend zusammenwirken, damit es funktioniert. Wenn man sich jetzt die Technik anschaut, dann da ist wieder eine Interessensgleichheit da. Absolut klar, ressourcenschonend ist alles, was ich sage mal auch der unter ökologischen Gesichtspunkten sinnvoll ist. Das heißt, Kraftstoff sparen, Bodenschonung, also Bodenverdichtung ist ein großes Thema mit Raupentechnologie zum Beispiel. Und ich sage mal, auch die Themen, die ich eben in der Digitalisierung schon erwähnt habe, die jetzt Spritzmittel und Düngemittel schonen, also sparen zum Beispiel. Es gibt also viele, viele Dinge. Und ganz wichtig ist die Antriebstechnologie. Da wird immer nachgefragt. Da muss ich einfach sagen, man muss es an der Anwendung festmachen, weil ein Mähdrescher ist ein 20 Tonnen schweres Gerät, was auch noch in einem Korntag auch noch trägt. Und wenn ich da eine Batterie einbauen würde, er muss also fahren und arbeiten elektrisch, dann wäre die Batterie 20 Tonnen schwer, die der auch noch hinter sich herzieht. Ich glaube, das ist nicht besonders sinnvoll, zumindest unter den Technologien, die uns momentan zur Verfügung stehen. Ich sehe noch keine, die das anders kann. Also muss man da vielleicht über hybride Dinge nachdenken. Es ist auch keine Steckdose an jedem Feldrand. Das muss man einfach realistisch sehen. Und sicher werden da alle möglichen Dinge geprüft für kleinere Maschinen, auch kleinere Traktoren zum Beispiel, sieht die Sache ein bisschen anders aus. Und ich glaube, man muss da wirklich die Funktion im Blick haben und nicht nur den Antrieb, weil mobile Arbeitsmaschinen sind keine Autos. Was man auch nicht vergessen darf, und das ist mir nochmal ein ganz wichtiger Punkt, die großen Flächenländer, in die wir exportieren, sind keine Entwicklungsländer. Das ist Russland, das ist USA, Kanada, Brasilien, Nordchina, Australien und überall dort, oder in fast allen, sind die Abgasvorschriften nicht wie bei uns zum Beispiel. Es gibt andere Regeln. Und ich glaube nicht unbedingt, dass unser positiver Einfluss dazu führen wird, dass überall jetzt die gleichen Regeln eingeführt werden. Wenn diese Produkte, und deswegen, ich bin grundsätzlich nicht weit entfernt von Frau Dröge, ich sage nur, wenn wir das in Deutschland nicht mehr produzieren dürften, dann wird es zwingend keinen Export geben aus Deutschland, sondern dann wird das in diesen Ländern stattfinden. Und dieser Prozess hat auch schon begonnen in Ansätzen. Das muss man einfach realistisch sehen. Ich will das gar nicht werten und sagen, es ist gut oder schlecht. Für den Export ist es per se erstmal eine gemischte Nachricht. Und wie man dann damit umgeht, auch wie man dann Regeln aufstellt, was man darf in Deutschland und was man nicht darf, damit muss man vorsichtig sein. Das wäre mein Appell an der Stelle. Ansonsten glaube ich, dass wir in die richtige Richtung unterwegs sind. Also Erwartungen, Appelle, die heute Morgen an die deutsche Wirtschaft gerichtet werden seitens Unternehmer, aber natürlich auch seitens der deutschen Wirtschaftsverbände, die eine wichtige Rolle in diesem Kontext und diesem Diskurs spielen. Wir haben mal ein paar Stimmen eingefangen und schauen uns diese jetzt an. Für die Elektroindustrie ist China heute der größte Handelspartner. Jetzt ist die Frage, wie geht es weiter? Das Investitionsabkommen, das kurz vor Jahresende 2020 geknüpft wurde zwischen der EU und China, muss jetzt so umgesetzt werden, dass es tatsächlich zu reziproken Verhältnissen zwischen beiden Partnern führt. Da muss aus unserer Sicht alles auf den Tisch. Die Investitionsbedingungen in China, Sozialstandards und mit dem Ziel, tatsächlich dann auf ein Level Playing Field zu kommen. Und dann wird auch künftig China eine relevante, positive Rolle für den deutschen, die deutsche Wirtschaft spielen. Die Bundesregierung sollte sich weiter für besseren Marktzugang durch den Abschluss von Freihandelsabkommen einsetzen. Insbesondere mit dem Mercosur, mit Ländern des ASEAN, Indien und Afrika. Die neue handelspolitische Strategie der EU ebnet dafür grundsätzlich den Weg. Sie darf aber nicht zu protektionistischen Maßnahmen führen. Insgesamt wünschen wir uns, dass die Öffentlichkeit wieder mehr die Vorteile von freiem und fairem Handel und weltweiten Kooperationen sieht und auch danach handelt. Wir wollen keine Abkopplung, sondern Zusammenarbeit, auch in kritischen Fragen. Hier sind Wirtschaft und Politik gefragt, entsprechende Aufklärung und klare Kommunikation zu betreiben.
Ja, also die Erwartungshaltung der Verbände gegenüber der Politik ist natürlich immer eine anspruchsvolle und hohe Erwartungshaltung. Wenn wir speziell auf den Außenhandel schauen, gibt es doch einige Themen, wo uns der Schuh ziemlich drückt. Ganz, ganz vorne steht die Exportförderung für den Mittelstand wieder attraktiv zu machen. Vielleicht ein trockenes Thema, was aber eben für den Außenhandel ganz, ganz wichtig ist, sind die Exportkreditversicherungssysteme. Da sind uns im Übrigen andere EU-Länder weit voraus, das unbürokratisch zu regeln mit einer öffentlichen Institution. Das lief früher über Hermes sehr gut, aber insbesondere bei kleinen und mittleren Finanzierungen und Exportversicherungen ist Deutschland da hinten. Wir sind tatsächlich das letzte Land in der OECD, das im Bereich der Exportfinanzierung Finanzierung und Absicherung noch nicht aus einer Hand anbietet. Also ein trockenes Thema, aber wichtig für den Außenhandel. Also das Wichtigste ist, dass Maßnahmen ergriffen werden, die uns in die Lage versetzen, schnellstmöglich das Impftempo zu steigern. Das Zweite ist, dass wir eine Neueinstufung in der Priorisierung der Impfkandidaten haben, nämlich unsere Monteure und unsere Vertriebsleute, die weltweit reisen müssen. Die müssen in die Lage versetzt werden, vor Ort bei ihren Kunden zu sein. Und das ist insofern ganz wichtig, weil der Außenhandel ja die Stütze der deutschen Wirtschaft ist. Und ohne Außenhandel werden wir niemals diese riesigen Defizite wieder erwirtschaften können, die wir jetzt aufgetürmt haben. Und das Dritte ist, dass wir endlich Managementkapazitäten in der Bewältigung der Impfproblematik, also Beschaffung, Logistik und Distribution hineinbekommen, dass wir schnellstmöglich aus der Katastrophe herauskommen und zu einer effizienten Durchimpfung, schnellen Durchimpfung der Bevölkerung kommen, damit endlich wir diese Pandemie in den Griff kriegen. Damit wir endlich die Pandemie in den Griff kriegen. Herr Bundeswirtschaftsminister, was sagen Sie zu den Forderungen der Wirtschaftsverbände? Erstmal freue ich mich über die Forderungen, weil wir haben ja das Ziel, mit Ihnen gemeinsam im Dialog darüber zu reden, was anders werden muss und wo es geändert werden muss. Zweitens beim Thema Exportkreditversicherungen habe ich zu Anfang schon gesagt, dass wir ganz schnell gehandelt haben. Das war kein großes öffentliches Thema. Wir haben aber einen Schutzschirm von 30 Milliarden bereitgestellt im Mai, glaube ich, des letzten Jahres oder im Juni war das. Und es hat dazu geführt, dass unsere Exporte weitergegangen sind und dass sich die Versicherungen nicht aus diesem Bereich zurückgezogen haben. Das, was jetzt eben angesprochen worden ist, dass wir sozusagen es auch organisatorisch anders machen, das werden wir mit Ihnen gemeinsam diskutieren müssen, glaube ich. Ich bin niemand, der sagt, weil es immer schon anders war, muss es auch in Zukunft so bleiben. Aber wenn man etwas ändert, dann muss man sich auch sicher sein, dass es in die richtige Richtung geht. Ich wollte noch etwas zu dem sagen, was Frau Dröge angesprochen hat, bei dem Thema Green Economy und auch andere. Ich habe selbst auch in dem Beschluss mit der Stahlindustrie gesagt, ja klar, diese Differenzverträge, von denen Sie sprechen, das ist ja eine international diskutierte Sache. Da geht es um Carbon Contracts for Difference. Das Problem ist nur, wenn man in allen CO2-intensiven Industriezweigen diesen Ausgleich bezahlt. Und zwar sowohl im Inland, denn der deutsche Stahl oder die deutsche Chemie muss sich im Inland behaupten gegen die Importe, die es gibt aus Ländern, die weniger Umweltauflagen kennen, wie auch bei den Ausfuhren, die ja dann viel teurer werden, wenn man eben klimaneutral produziert, was technisch Gott sei Dank möglich ist, dann sind es enorme Beträge. Und man muss natürlich dann auch sagen, wofür sie nicht mehr zur Verfügung stehen. Das ist eine Frage von Priorisierung und Posteriorisierung. Wir können auf der einen Seite, das wissen wir ganz genau, nicht einfach sagen, was schert uns die finanzielle Solidität des Landes. Dann werden wir für unsere Schulden mehr Zinsen zahlen müssen als die letzten Jahre, wo wir Staatsanleihen zu Negativzinsen vergeben konnten. Und dann wird alles das, was wir durch zusätzliche Kreditaufnahme erreichen könnten, durch höhere Zinsen wieder weggefressen. Das heißt, wir bewegen uns in einem sehr engen Spielraum. Und deshalb, da bin ich ganz bei Frau Klaas, müssen wir zum einen dafür sorgen, dass Wachstum
stattfinden kann. Und Wachstum geschieht nicht durch staatliche Politik, sondern geschieht durch das Agieren der Marktbeteiligten, der Unternehmen und ihrer Abnehmer. Das ist eine ganz entscheidende Voraussetzung dafür, dass wir auch umweltpolitisch, klimapolitisch handlungsfähig bleiben. Wir haben in dem Bereich der Landmaschinen beispielsweise jetzt auch einen der ersten Use Cases eingerichtet für Gaia X, für das große europäisch-deutsche Projekt, dass man eben nicht nur Datensicherheit, sondern eben auch Datenspeicherung und Datenverarbeitung nicht nur mit US- und chinesischen Unternehmen ermöglicht, sondern eben auch hierzulande in Europa. Und auch die Daten werden in einem viel größeren Umfang in Zukunft zu einem Exportgegenstand werden, in anonymisierter Form. Aber diese Daten sind sozusagen ein Rohstoff, der weltweit begehrt ist. Und wir werden auf den Weltmärkten, natürlich werden deutsche Unternehmen auch dort nach Daten schauen, die es ihnen ermöglichen, ihre Geschäftsmodelle noch mehr zu optimieren, noch mehr ökologisch attraktiv zu machen, noch mehr sozial zu machen. Und das alles in einem Umfeld, wo einige sehr aggressiv unterwegs sind, auch mit sehr starken öffentlichen Unterstützungen für die eigenen Unternehmen. Und da müssen wir einen Weg finden, der uns ermöglicht, den freien Welthandel, die multilateralen Abkommen, das alles zu verbinden. Und Hildegard Müller hat völlig zu Recht gesagt, an den Freihandelsabkommen, da hängt ein großer Teil unseres Wohlstandes. Und deshalb sind sie grundsätzlich auch richtig. Und wir brauchen mehr davon. Ich treffe jetzt den australischen Handelsminister in meinem Ministerium. Und wir werden dort über das Freihandelsabkommen EU-Australien sprechen. Und bitte um Entschuldigung, dass ich Sie verlassen muss, wünsche aber der Konferenz noch eine gute Debatte. Und vor allen Dingen, wir werden uns dann zusammensetzen mit den Entscheidern in der Wirtschaft, mit den Politikern, um konkrete Schlussfolgerungen zu ziehen. Und vor allen Dingen, bleiben Sie gesund. Ja. Ja, vielen Dank für Ihr Mitwirken. Vielen Dank, Herr Bundeswirtschaftsminister. Gute Gespräche mit Ihrem australischen Kollegen. Und wir sind in der Tat auch schon schnurstracks auf der Zielgeraden. Wenige Minuten verbleiben uns noch. Deswegen die eindringliche Bitte um kurze Antworten. Herr Kegel, Ihr Unternehmen ist weltweit aktiv. Sie haben viele Standorte, USA, Singapur, Ungarn, Indonesien. Und viele asiatische Länder sind natürlich dabei. Und in diesem Zusammenhang gibt es eine Zuschauerfrage direkt an Sie gerichtet, ob wir Lieferketten im Zuge dieser Pandemie nicht neu gedacht werden müssen. Was antworten Sie dem Zuschauer oder der Zuschauerin? Das ist eine ständige Aufgabe. Wir sind ständig dabei, Lieferketten zu überprüfen. Aber wir machen das ja nicht aus Jux und Dollerei, dass wir in Asien Lieferketten aufbauen, sondern was wir brauchen, ist Marktnähe auf der einen Seite. Was wir brauchen, ist Nähe zu unseren Zulieferern auf der anderen Seite. Und was wir brauchen, ist für diese Produkte die richtigen Arbeitskosten. Das sind die Gemische, aus denen man Standortentscheidungen trifft. Und die revidiert man natürlich ständig, weil diese Faktoren sich permanent verändern. Und daraus allokiert man seine Lieferketten immer wieder neu. Und die Pandemie hat eine neue Dimension in der Betrachtung auf die Lieferketten hinzugebracht. Das ist so und das werden wir berücksichtigen. Aber dass wir jetzt sagen, wir müssen alle unsere internationalen Lieferketten kappen und uns sehr viel intensiver mit dem Onshoring, also mit dem Rückverlagern von Lieferketten nach Deutschland oder Europa damit zu beschäftigen, das ist einfach der falsche Ansatz. Wie gesagt, die Lieferketten sind ja nicht entstanden, weil wir einseitig mit einem einzigen Optimierungsfaktor da dran gehen, sondern es sind ganz viele Faktoren, die zu einer Lieferkette führen. Da gehört Marktnähe, da gehört Lieferantennähe ganz wichtig mit hinzu. Und das hat sich nicht geändert. Auch durch die Pandemie ändert sich das nicht. Wenn Sie einen großen Markt in China haben, dann sind Sie gut beraten, auch einen Teil der Wertschöpfung nach Südostasien, nach China zu verlagern. Das hat dann gar nichts damit zu tun, ob Sie nur wegen der niedrigen Arbeitskosten dahin gehen. Das ist in vielen asiatischen Ländern gar nicht mehr der Fall. Wenn Sie die Transportkosten aber auf der Gegenseite setzen, die ja nur
ökologischen Fußabdruck haben, wenn sie das alles zusammenbringen, kommen sie zu einer neuen Bewertung der Lieferketten. Und das tun wir ständig. Das tun Unternehmen permanent, ihre Lieferkette nach diesen Faktoren neu ausrichten. Und die Pandemie ist nur noch eine weitere Facette, die dazukommt in der Beurteilung. Aber es wird meiner Meinung nach, und das ist meine Vorhersage, nicht dazu führen, dass wir eine radikale Veränderung von Lieferketten, ein Onshoring von Jobs wieder in die regionale Nähe bekommen, sondern die Lieferketten haben sich in der Pandemie als sehr viel robuster herausgestellt, als wir gedacht haben. Und wir haben, das hat der Minister gesagt, das hat Frau Dröge gesagt, die Aufgabe, mit einem möglichst offenen multilateralen Welthandel diese Lieferketten zu stützen und zu sichern und nicht sie in Frage zu stellen. Wir sind schon fast am Ende, aber ich möchte Ihnen allen die Gelegenheit geben, noch einen ganz kurzen, Herr Minister ist zwar schon weg, aber es wird ihm ganz sicherlich noch nachgetragen, die Gelegenheit geben, Wünsche, drei Wünsche vielleicht im Zusammenhang mit der Außenwirtschaft zu äußern, wenn Sie diese frei hätten, mit der Bitte um eine kurze Antwort. Frau Klaas-Mühlhäuser, fangen wir mit Ihnen an. Wie sehen diese drei Wünsche aus, wenn Sie diese frei hätten im Zusammenhang mit der Außenwirtschaft? Ja, wie schon mehrfach angeklungen, die Erhaltung und den Ausbau von Freihandelsverträgen und offenen Grenzen, das ist ganz wichtig. In diesem Zusammenhang wünsche ich mir, keine Blockdenke neu zu entwickeln. Wir hatten die schon mal. Und wenn ich alle Bewegungen politisch jetzt im Moment zusammenfassen darf, erscheint mir das so, als ob genau das im Moment passiert mit diesem berühmten Decoupling, also insbesondere dem Konflikt zwischen den USA und China, aber eben auch zwischen den USA und Russland. Ich halte das für extrem gefährlich und wünsche mir da eine Entspannungspolitik und nicht noch Öl ins Feuer zu gießen. Das ist für die Wirtschaft sicher sehr wichtig. Und selbstverständlich auch weiterhin eine aktive und gute Unterstützung, wie das auch immer der Fall war, muss ich wirklich sagen, ganz großartig. Exportkreditversicherung, ECA, das ist ein ganz wichtiges Thema auch für uns. Herr Russwurm, wenn Sie drei Wünsche im Zusammenhang mit der Außenwirtschaft frei hätten, wie sehen diese aus? Dann wäre der erste ein Stärken des europäischen Gedankens, weil gerade in der Digitalisierung, wo Skaleneffekte so extrem wichtig sind, müssen wir endlich zu einem europäischen Binnenmarkt kommen, müssen wir uns endlich zusammentun, um in der Welt eine gemeinsame Rolle spielen zu können. Zweitens kann ich nur auch plädieren für Multilateralismus, für die Koalition der Willigen, weil viele Dinge, die richtigerweise angesprochen wurden, dann leichter sind, wenn das nicht nur bilateral passiert, sondern wenn wir Staaten wie Australien zum Beispiel mit einbinden, Staaten wie Kanada mit einbinden. Je größer die Koalition der Willigen ist, die sich auch für die Klimaschutzziele committet, umso kleiner ist das Problem, Ausgleichsmechanismen gegen den Rest zu definieren. Und in diesem Zusammenhang der dritte Wunsch, auch in der Öffentlichkeit stärker zu betonen, das bilaterale Wirtschaftsabkommen wesentlich zum Erfolg der deutschen Wirtschaft beitragen und nicht darauf verkürzt werden dürfen, dass sie nur Schutzmechanismen sind, so sehr ich ein Genießer bin und Ursprungsbezeichnungen an Lebensmitteln schätze. Aber das darf nicht im Fokus stehen. Jedes dieser Handelsabkommen ist eine Chance für Deutschland und für Europa, für den Export. Und als solche Chance müssen wir es verstehen. Frau Dröge, noch sind die Grünen in der Opposition. Das kann ab Oktober schon wieder ganz anders aussehen, Ihre drei Wünsche. Also bei meinem ersten Wunsch kann ich bei Herrn Russwurm gut anknüpfen. Eine Stärkung des europäischen Gedankens auch in der Wirtschaftspolitik ist aus meiner Sicht eine ganz wichtige und prioritäre Maßnahme. Das zweite ist, ich wünsche mir von einer künftigen Regierung dann hoffentlich eine Handelspolitik, die auf der einen Seite die Vertiefung von Handelsbeziehungen verbindet, gleichzeitig mit dem Anspruch, auch Standards im Bereich Klimaschutz und Menschenrechte durchzusetzen. Ich bin davon überzeugt, dass es nicht nur etwas, was politisch richtig ist, sondern was auch am Ende mit Blick auf ein Level Playing Field für die Wirtschaft gut ist, wenn Deutschland das tut. Und das Dritte ist, aus meiner Sicht muss die CDU ihre ungelöste Frage mit Blick auf Investitionen und wie finanzieren wir die klären. Wir haben einen Vorschlag gemacht zur Reform der Schuldenbremse, um Investitionen zu ermöglichen. Aus meiner Sicht sind Zukunftsinvestitionen die Grundlage für eine klimaneutrale Wirtschaft, aber auch für künftiges Wirtschaftswachstum. Und da wäre es fatal, wenn sich die Union dieser Reform sperren würde. Und vielleicht haben Sie dann ab Oktober ja vielleicht bereits die Gelegenheit, diese Wünsche aktiv mitzugestalten. Ja, Herr Kegel, auch die Frage natürlich an Sie. Ihre drei Wünsche im Zusammenhang mit der Außenwirtschaft.
Generell wünsche ich mir einfach weniger zusätzliche Belastungen für die Unternehmen von Seiten der Politik, von Seiten Europas, von Seiten der Administration. Ich mache drei Beispiele. Die Datenschutzgrundverordnung, gut gemeint, hat meiner Meinung nach den größtmöglichen Schaden bereits angerichtet. Sie ist rein prohibitiv aufgestellt, sie öffnet überhaupt keine Geschäftschancen und sie ist dazu angelegt, dass man sogar den Schutz der personenbezogenen Daten ausweitet auf den Schutz maschinenbezogener Daten, dann nehmen wir uns völlig die Chance, hier digitale Geschäftsmodelle zu etablieren. Das halte ich für dringend reformbedürftig. Zweiter Punkt, noch ganz neu und auch schon genauso schrecklich, das Lieferkettengesetz. Hier wird ein administrativ-verwaltungstechnischer Aufwand über die Unternehmen gekippt, von dem wir jetzt schon wissen, dass er weitgehend wirkungslos bleiben wird. Den Unsinn sollten wir einfach lassen. Dringender Handlungsbedarf hier. Und ganz zum Schluss, Grenzausgleichsmechanismen für CO2, hört sich alles ganz toll auf. Und wenn man das für die Stahlwirtschaft so betrachtet, mag das auch funktionieren. Das ist aber ein Bruchteil dessen, was wir in der Außenwirtschaft machen. Ein Beispiel, Elektrobleche, kornorientiert oder nicht kornorientiert, werden hier von über 50.000 Mitarbeitern in der Elektroindustrie zu Transformatoren und zu Motoren verarbeitet. Es gibt aber keine Elektroblechhersteller in Deutschland, die genügenden Stückzahlen haben. Wenn wir diese Elektrobleche dann mit entsprechenden Grenzausgleichsmechanismen zunächst belegen und sie dann teuer wieder exportieren in Länder, in denen diese Bleche eben preiswerter sind, schießen wir eine große Industrie aus dem Rennen, um die Stahlindustrie zu schützen, weil man eben den Mechanismus eben nur auf Chemie- und Stahlindustrie abhebt. Bitte die kleinteilige Elektroindustrie mit immerhin fast auch 1 Million Beschäftigten nicht vergessen. Für uns ist es völlig unmöglich, ein Bauteil, was an 7 Stationen in der Welt veredelt worden ist, da noch einen CO2-Fußabdruck sinnvollerweise zuzuordnen. Das funktioniert einfach nicht. Der Grenzausgleichsmechanismus, der so verlockend aussieht, ist ein gefährliches Instrument, wo wir höllisch aufpassen müssen, dass wir uns da nicht ins eigene Bein schießen. Also der Bundeswirtschaftsminister ist zwar nicht mehr da, wird aber sicherlich diese Wünsche noch nachgetragen bekommen. Ja, meine Damen und Herren, das war sie bereits, die Auftaktveranstaltung der BMWi Außenwirtschaftstagen 2021, die aus offensichtlichen Gründen erstmalig virtuell stattfinden musste. Aber das war in Anführungsstrichen nur die Auftaktveranstaltung im Laufe der Woche. Sie können das Programm natürlich auch online einsehen. Stehen Ihnen bis zu 70 Foren zur Verfügung, wo sicherlich viele der Themen, die wir im Zuge der heutigen Diskussion noch einmal aufgegriffen werden und noch einmal vertieft werden müssen. Mein Dank an den Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier, an Frau Katharina Dröge, Bundestagsabgeordnete der Grünen, an Siegfried Russwurm, Präsident des Bundesverbandes der deutschen Industrie und natürlich unsere zwei Unternehmer, Katharina Klaas-Mühlhäuser, Aufsichtsratsvorsitzende der Klaas-Gruppe und Gunter Kegel, Vorstandsvorsitzender der Peppel und Fuchs. Vielen Dank für Ihr Mitwirken. Ich hoffe, vielen Dank auch für Ihre Fragen. Ich hoffe, Sie haben eine Menge mitgenommen. Und ich wünsche Ihnen natürlich, dass wir uns demnächst irgendwann wieder bei Gelegenheit auch wieder live begegnen. In diesem Sinne, bleiben Sie gesund, be safe und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.